Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei einer mobilen Klimaanlage das Wasser ablassen und somit natürlich auch den Kondenswassertank richtig leeren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Entleeren funktioniert eigentlich bei allen Herstellern bzw. Modellen relativ ähnlich und wir sollten es auf jeden Fall vor dem Einwinter machen, dass wir natürlich auch keine Schimmelprobleme am Ende haben. Außerdem kann es sein, dass bei dir hier oben so ein kleines Zeichen ist, das zeigt einfach auch an, wenn unser Tank hier voll ist und wir das Ganze einfach mal leeren sollten. Bei meinem Gerät befindet sich auf der Rückseite jetzt halt hier unten ein kleines Entleerungsventil. Es kann je nach Modell übrigens auch sein, dass sich hier oben zum Beispiel noch ein zweites Ventil befindet und da es natürlich ganz unten ist und wir mit einem Gefäß relativ schlecht darunter kommen, um das Wasser aufzufangen, gebe ich jetzt halt mal mein mobiles Klimagerät in die Dusche. Du kannst zu Hause aber auch das Ganze einfach zum Beispiel auf einen Hocker stellen, dass sich einfach das Entleerungsventil etwas höher befindet und dann kommt man auch mit einem Eimer zum Beispiel relativ gut darunter. Danach können wir unsere Verschlusskappe auch schon ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn mal lösen und darunter befindet sich normalerweise nochmal so ein Gummistopfen hier. Den kann ich mit etwas hin und her wackeln auch schon rausnehmen und jetzt sollte das Wasser normalerweise laufen und du kannst natürlich auch gerne deine Klimaanlage etwas noch kippen, dass das Wasser besser rauskommt, aber wie du siehst, in meinem Fall ist nicht mal Wasser im Tank drin, obwohl ich das Gerät im Sommer schon einige Male jetzt an hatte, aber wenn das Wasser bei dir dann auch ganz draußen ist, so wie in meinem Fall, dann am besten diesen Gummistopfen wieder nehmen, von vorne reingeben und dann können wir nämlich auch schon unsere Verschlusskappe mal im Uhrzeigersinn wieder richtig aufschrauben. Und somit haben wir unser mobiles Klimagerät jetzt auch schon richtig entleert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine weitere bzw. auch eine stärkere Klimaanlage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.